Hallo, ich will euch jetzt mal etwas ans Herz legen. Und zwar ist es absolut gut so, ein freundlicher und netter Mensch zu sein. Lasst euch da bitte nichts anderes einreden. Also ruhig mal mit Freundlichkeit um sich werfen, wie mit Konfetti. Und wir brauchen definitiv mehr Konfetti. Also, das finde ich zumindest. Naja, also das Fußballspielen überlasse ich dann doch lieber den Profis. Wusstet ihr, dass es in Deutschland einen Fußballverein gibt, der über 50 Nachwuchsmannschaften hat? Und es ist eben kein Verein aus der Bundesliga, wie man ja jetzt vielleicht erst einmal vermuten würde. Nein, es ist der FC Viktoria 1889 Berlin. Und irgendwann wird der Verein für diese Nachwuchsarbeit sicherlich die Früchte ernten. Viktoria Berlin also ein schlafender Riese? Ich frag mal nach. Diese Smile-Kette hier ist von der Laura Chaplin. Ja, bei dem Namen dürfte es klingeln, das ist die Enkeltochter von Charlie Chaplin. Und das Lächeln soll einen einfach daran erinnern, wie wichtig es ist und vor allen Dingen, wie gut es tut, dem Leben mit einem Lachen zu begegnen. Denn im Alltag ist das ja häufig ein bisschen anders, da schauen wir eher in gestresste und ernste Gesichter. Und deshalb dachte sich die Gute, ist es an der Zeit, sich auf Lachmission zu begeben. Mit dem Ziel, dass Lachen von den Vereinten Nationen als Menschenrecht anerkannt wird. Helen, bei so vielen Nachwuchsmannschaften kann man doch sicherlich mal leicht den Überblick verlieren. Wie organisiert ihr das überhaupt alles? Wir haben den Kopf in unserer Geschäftsstelle. Da haben wir jemanden, der das alles von oben organisiert. Es gibt Koordinatoren, die für die Leistungs- und die Breitensportmannschaften verantwortlich sind. Und die geben die Informationen bezüglich Trainingsbetrieb und Spielbetrieb weiter an die jeweiligen Trainer und Betreuer der Mannschaften. Warum habt ihr euch denn eigentlich so dieser Nachwuchsarbeit verschrieben? Wir fühlen uns natürlich als Verein besonders verantwortlich hier für die Familien und Kinder im Bezirk und wollen natürlich den Fußball an so viele Kinder wie möglich weitertragen. Das ist schön. Und in so vielen Jugendmannschaften steckt ja auch sicherlich sehr viel Potenzial. Also ist Viktoria Berlin auch so eine Art Sprungbrett für die spätere Profikarriere? Das hängt natürlich immer von sehr vielen Faktoren ab, aber generell gibt es natürlich immer Spieler, die dann auch den Sprung in die Profikarriere schaffen. Die jetzt auch aktuell ein Spieler, der bei uns in der Regionalligamannschaft spielt und alle Mannschaften von Viktoria durchlaufen ist. Ja, die schöne neue Arbeitswelt. Da liest man Begriffe wie Coworking, Flexdesk oder Jobsharing. Jobsharing? Ja, das heißt also, zwei Personen teilen sich eine Vollzeitstelle. Und in Zeiten, wo man sich Fahrrad, Wohnung oder sogar den Hund teilt, warum also auch eigentlich nicht die Arbeit? Vielleicht klappt es dann auch endlich mal mit der Work-Life-Balance. Den perfekten Partner für die Arbeit zu finden, dürfte wahrscheinlich dank des Internets gar nicht so das Problem sein. Die Schwierigkeit liegt eher darin, Unternehmen zu finden, die dafür auch offen sind. Es gibt aber durchaus welche. Und selbst wenn man mal kein Konfetti hat, ist es überhaupt nicht schlimm. Es gibt ja wirklich tausend andere Möglichkeiten, um einfach mal ein bisschen verrückt zu sein, ja, das ganze Leben nicht so ernst zu nehmen und dem inneren Kind einfach Hallo zu sagen. Ho, ho, ho. Sehr gut, yeah!